Liebe Freunde der Groß- und Kleinbahn, willkommen zum zweiten Teil des Fremo-Treffens in Bardewig. Und wir haben sich hier auf der Hauptbahn ein Güterzug nähert. War ein bisschen unscharf, mit einer Baureihe 57. Ich habe das jetzt hier mal so ein bisschen gegliedert, dass wir uns jetzt erstmal so ein bisschen die Hauptbahn angucken. Da hat, glaube ich, das letzte Video hat so aufgehört. Und beginnt jetzt dieses. Wir haben jetzt den Abzweig auf die Nebenbahn. Kurz hinter Höllstedt, in dem Fall kurz vor Höllstedt. Und hier ein Zug mit einer Baureihe 56, der von Kronberg nach Bildhausen unterwegs ist, auf einer schönen Brücke. War irgendwie schwierig, auch wegen dem Licht war irgendwie schwierig zu filmen, weil das hier bloß ein kleiner Ausschnitt war. Hier haben wir die gleiche Lok nochmal, ein kleines Stück weiter. Da gab es eine Entgleisung, da musste der Kollege erstmal kurz eingreifen. Und hier nochmal den gleichen Zug am Einfahrtssignal von Bildhausen. Ja, hier natürlich besonders gerne abgelichtet, weil es natürlich ein riesen langer Zug war. Hier dann der Gegenzug unterwegs von Bildhausen nach Kronberg. Ein Personenzug mit einer Baureihe 78, die hier allerdings noch in Länderbahnlackierung daherkommt. Im Gegenlicht, im Einfahrt, im Tunnel. Hier haben wir dann nochmal den nachgebildeten Tunnel, der hier natürlich sozusagen den. Die Verbindung zwischen den beiden Räumen überbrückt, dass wir also hier vernünftig durchlaufen können. Wenn da normales breites Modul wäre, wäre das nicht so prickelnd. So, und dann fahren wir hier in Kronberg ein. Das ist ja ein Bahnhof, der ist in meinen Videos immer mal wieder aufgetaucht. Der hat ein bisschen eine Zeitreise gemacht, weil er in einer späteren Epoche gestaltet wurde und hier aber Stück für Stück dann sozusagen auf die Epoche 2 zurückgestaltet wurde, wenn wir es mal so sagen wollen. Dann war noch ein tschechischer Schnellzug unterwegs, der hier im deutschen Teil von einer S6, die Baureihe 13, gezogen wird. Hier dann ein Blick in den Schattenbahnhof Leipzig-Waren, den wir also auch mitgebracht hatten und der so ein paar leichte Probleme hat und wenn wir ein bisschen was reparieren müssen. Er ist aber auch schon relativ alt. Ja, und dann haben wir hier eine Betriebsstelle, die nennt sich Keksfabrik Trüller. Die habe ich auch schon in diversen Videos mal drin gehabt. Also hier ist also auch Sicherungstechnik, dass man sich also hier einschließen muss. Hier mal ein Foto der Betriebsstelle. Das ist also wie im Vorbild durch Schlüssel gesichert, dass man also die Einfahrweiche nicht stellen kann und dass dann der Zugbetrieb weiterlaufen kann, während man in dieser Betriebsstelle arrangiert. Hier mal so ein kleiner Blick hinein. Es hat sich, seitdem ich es letzte Mal gesehen habe, hier das Foto habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich denn die Wagennummer nicht gesehen habe.
Ja, das ist ja noch irgendwie mit reingeraten. Also nochmal zurück zum Thema. Ich habe hier das lange nicht gesehen. Es hat sich ein bisschen was getan. Ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal da ein bisschen gemeckert, dass sich relativ wenig getan hat. Aber es hat sich auf jeden Fall mehr getan als in der gleichen Zeit in Possenhof, wo ich 12 Module begrast habe und dann noch das eine oder andere repariert habe, was eben, naja, dann noch anstand. Und auch immer noch reparieren muss. Und naja, hier sind also noch so Papierreservegebäude. Dazu habe ich es noch nicht gebracht. Also das könnte ich auch mal, eigentlich auch mal bauen, aber ich denke mal, da werde ich meine Zeit lieber investieren, um da was 3D zu drucken. Hier dann der Bahnhof Mischbeck, den ich zum ersten Mal gesehen habe, der also hier sozusagen Grenzbahnhof zwischen Deutschland und Tschechien war. Und der dafür wirklich sehr, sehr geeignet ist. Wir sind ja immer so ein bisschen auf der Suche nach Grenzbahnhöfen, weil wir ja häufig die Tschechen dabei haben und da sich nicht jeder Bahnhof dafür eignet. Der Possendorf gleich gar nicht. Na, und naja, da war das hier natürlich eine tolle Bereicherung. Und schauen wir mal, na, ob der Kollege sich dann auch mal in Richtung Leipzig bewegt, wenn da ein Treffen ist. Ja, Steuerung ist natürlich hier auch ein bisschen besonders. Also es gibt auch im Fremo den Train-Controller und hier haben wir mal sozusagen das Gleisbild nochmal im Train-Controller. Ja, also ist schon eine tolle Sache, ne? Ja, dann sind wir hier. Da habe ich, glaube ich, den Güterzug, der da steht, den habe ich, glaube ich, sogar gefahren. In Heiligenfeld. Da hatte ich eine längere Rangiersession war eigentlich nur eine Übergabe. Es war natürlich mal ein Güterzug, der hier Frachten nach Heiligenfeld gebracht hat, diese Wagen und auch wieder welche abgeholt. Das ist natürlich in dem Bahnhof, der nur 2 durchgehende Gleise hat, natürlich immer eine langwierige Geschichte, was jetzt das Rangieren angeht. Dann sind wir hier im tschechischen Teil. Wir sind in Hukovice. Das ist jetzt vielleicht sogar richtig ausgesprochen. Ich hatte ja beim ersten Teil einen Kollegen, der mir im Kommentar dann diverse tschechische Buchstaben erklärt hat und was die Häkchen bedeuten. Das ist natürlich ein sehr schöner Beitrag. Ich befürchte, bei meiner Vergesslichkeit, in meinem nicht vorhandenen Sprachgeschick, dass ich das alles wieder vergesse, aber ich weiß ja, wo ich jetzt nachschauen kann. Ja, also Hukowice, da sind aber keine Zeichen über irgendwelchen Buchstaben, also sollte das auch so ausgesprochen werden. Hier übrigens gerade hier noch ein, na, das musste einfach rein, ne? Also bei dieser dreisten Farbe, das sieht so herrlich aus. Ja, haben wir noch ein paar Fotos. Hier wieder in Possendorf. Wie gesagt, Possendorf ja im tschechischen Teil das Arrangement, deshalb sind dann durch ausschließlich noch tschechische Loks und tschechische Wagen gefahren, bis auf die Güterwagen. Gruppe 1. Ja, hier sehen wir das endliche Stück begrast und nicht von mir. Das muss ich ja wieder abgeben, das habe ich versehentlich mitgenommen. Das gehört noch einem tschechischen Kollegen, also dieser Einsatz in den Signalschacht, der da ist. Ja, in Possendorf. Bahnhofsgebäude hier in Spur Z. Was also da ein netter Kollege bei eBay anbietet. Leider nur in Spur Z. Ich hätte es gerne in H0. Ja, vielleicht guckt er auch das Video und vielleicht, naja, wer weiß. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ansonsten muss ich ihn selber malen, aber das wird sicher eine Weile dauern. Ich weiß auch nicht, ob das mit meinem Chat-Programm überhaupt möglich ist, weil wenn da zu viele Teile reinbastelt, dann hängt sich das sehr schnell auf. Für einfache Sachen ist es aber top.
Ja, Lok setzt um. Übrigens eine schöne Maschine, ich habe es ja auch schon oft gesagt, die nicht alles, aber einiges, was zu dieser Zeit bei der tschechischen Staatsbahn umhergefahren ist, naja, stammt ja aus Österreich, weil es bis zum Ersten Weltkrieg ja, Bestandteil von Österreich war. Hier übrigens mal noch meine Gleissperre, meine eigentlich viel zu große. Da sind aber Magneten drin in dem Fuß und ja, die haben halt anders nicht reingepasst. Hier nochmal der tschechische Schattenbahnhof. Ist auch einer, den wir mitgebracht haben. Das ist Fellhammer. Und nochmal hier meine tschechische Lieblingslok. Die so richtig den Flair der Epoche 1 ausstrahlt. Hier nochmal von links. Ich wollte eigentlich, ja, mit diesem Google-Übersetzer wollte ich eigentlich, der übersetzt ja auch von Fotos, wollte ich eigentlich übersetzen, was dahinter steht. Aber das war doch zu winzig. Ja, und dann haben wir hier den Hermannschacht, wo es also auch ein bisschen weitergegangen ist. Mein Ladegut, was ich dann mal in einem Video mal präsentiert habe. Und hier die Alternative dazu. Also, na, Lade. Ladegut hier als Krümel. Ja, das, da darf allerdings kein Wagen umkippen. Dann hat man die Sauerei auf dem Bahnhof. Ist allerdings auch nicht passiert, also zumindest nicht das, was ich gesehen habe. Also ich habe auch mal ein paar Wagen beladen, aber ich würde dann eher bei meinen Wagen weiter darauf setzen, dass wir also fertiges Ladegut dann verwenden. Bis hier waren auch viele tschechische Wagen unterwegs, für die habe ich natürlich kein Ladegut. Die Tschechen haben teilweise auch selber welches, aber eben auch nicht für alles. Und dann alles, was da nicht geht, ist dann halt, naja, muss dann halt mit dieser Methode beladen werden. So, das ist die Betriebsstelle vorm Hermannschacht, die ich leider, den Namen habe ich mir, der ist genannt worden, den habe ich mir leider nicht gemerkt und ist halt weder in der Zeichnung noch am Modul selber war da also ein Name angebracht. Deshalb möge man mir verzeihen, dass ich ihn hier nicht nenne. Das auch so mal ein bisschen, naja, ich weiß ja nicht, ob die Beteiligten auch hier das Video gucken, also das ist mal noch so ein bisschen Arbeitsauftrag, diese beiden Probleme zu lösen, also erstmal ein vernünftiges Bahnhofsschild dahin zu tun und zum zweiten das in der Zeichnung ergänzen oder ergänzen lassen, dass also der Name der Betriebsstelle in der Zeichnung steht. Die Planer wissen es meistens, was sie vor sich haben, aber so als Videofilmer wissen wir es halt nicht. Ja, dann nochmal Hermannschacht hier mal, so ein bisschen einen kleinen Überflug. Es hat sich ein bisschen was verändert, hat sich ein bisschen was getan, bis auf die, ja, die, tu mal auch die kleine Ecke da vorne links, ne, wo ich dann mal ein Stück begrast habe. Die Gebäude müssen natürlich alle noch richtig aufgebaut werden. Da hat der Kollege noch ein bisschen Arbeit, aber er hat sowieso viel Arbeit, weil es ja noch diverse andere Betriebsstellen gibt, die da gebaut werden wollen, beziehungsweise weitergebaut werden wollen. Hier haben wir noch ein bisschen Rangierbetrieb im Hermannschacht. Da wird Ladegut in Wagen getan. Ja, das ist wieder ein tschechischer Wagen, der möglicherweise nicht passt. Und wir sehen, es passt doch. Naja, händisch wird eigentlich nicht rangiert, ja, aber was soll's. Ja, auf die andere Seite, da wo jetzt der Zug gerade einfährt, ist die Holzladestelle. Also so ein Bergwerk verbraucht ja relativ viel Holz, weil zumindest in der damaligen Zeit unter Tage ja die Schächte
dann mit Holz verkleidet und abgesichert wurden. Hier haben wir so eine typische Grubenholzladung. Da haben wir leider zu wenige davon. Ich muss mal sehen, dass ich da mal ein bisschen was baue. Das ist dann vielleicht mal wieder ein Filmchen, wo es wieder um Ladegut geht. Also so wie das, was jetzt hier im Bild ist, das so ungefähr habe ich es dann auch vor, das dann zu machen. Das ist verkehrt, glaube ich. Da sind das ja auch die Tricks drin. Ja, Zug fährt aus. Und hier nochmal den Beladevorgang für die Wagen, wo es kein fertiges Ladegut gibt. Ist natürlich auch optisch auch jetzt nicht so ganz falsch. Was Problem ist, wenn ich da solche Häufchen aufrichte dann, und der fährt eine Weile, dann ebnet sich das dann alles wieder ein. Ne? Was im Vorbild sicher nicht so ist. Ja, und dann haben wir hier noch quasi zum Abschluss des Videos die kleinen Bahnen, die also ganz am Ende in dem kleineren Raum zu finden war, wo also von der Gestaltung her einfach dann noch einmal einer draufgesetzt wurde. Also man hatte so den Eindruck, dass die am besten gestalteten Module dort hinten in der Ecke zu sehen waren. Mit Ausnahme einiger meiner Kurvenmodule, die ja noch nicht so ganz fertig sind. Ich neige auch nicht dazu, mich da so weit selber zu loben, dass meine fertig gestalteten Module, also Steinbruch, da wunderbar reinpassen, weil sie genauso gut oder besser oder was auch immer sind. Also das, solche Beurteilung überlasse ich dann lieber anderen. Die noch nicht fertig waren, die haben sicher nicht da reingepasst von der Qualität. Hier fährt dann der Personenzug aus, der auf der Kleinbahn unterwegs war. Hier haben wir dann noch eine Betriebsstelle namens Grenzheim. Ja, und hier ist die Ladestelle von meinem Steinbruch. Das ist wie bestellt, so geliefert. Ne? Das gerade Modul, wo sowieso die Weiche ein Problem hat, ja nicht mit, eingeplant. Und deshalb ist natürlich jetzt hier der Bruch im Gelände, aber es ist auch nicht so schlimm. Es sind ja auch zu früheren Zeiten Betriebsstellen stillgelegt worden und dann wurde die Weiche ausgebaut und dann sah es hier irgendwie so ähnlich aus. Viel hat sich hier getan auf der Betriebsstelle, die gar nicht wiederzuerkennen ist. Ne? Also das ist hier so eine Ladestelle im Wald. Hier stand auch kein Name dran. Ne? Also da ist also ganz fantastisch dann hier dieser Wald quasi aufgeforstet worden. Und teilweise selber gebaut, teilweise die Bäume von einem bekannten polnischen Hersteller. Also da, das kann sich hier schon sehen lassen, denke ich mal. Und am Schluss der Kleinbahn waren dann die Betriebsstellen Kleinhauser Feen, was wir hier sehen. Hier sind wir noch nicht auf dem Stand der Epoche 2, das ist noch ein bisschen modern, aber das ist ja, gilt ja für einige der eingesetzten Module. Und dann haben wir das Eichfelden, was ich ja auch schon häufig in meinen Videos gezeigt habe, mit seiner Einfahrt hier mit Doppelweiche, mit platzsparender Doppelweiche, muss man ja sagen. Ja, und mit den Bildern sind wir im Prinzip schon so ziemlich am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hier haben wir noch einen schönen Kran. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus. Und ihr kennt die Sätze diverser YouTuber. Ne? Daumen hoch, tut nicht weh. Kommentar ist erwünscht.
Und wer es noch nicht getan hat, ein Abo ist natürlich auch nicht schlecht.